Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur lang erwarteten letzten Folge von Fallout 1. Ja, in der vergangenen Folge, da habe ich euch gezeigt, wie man den Meister überredet, aufzugeben und was man dafür so braucht. In der heutigen Folge machen wir einen anderen Ansatz. Wir könnten uns natürlich auch, wie schon zweimal gesagt, glaube ich, komplett durchkämpfen. Das machen wir nicht. So, wir brauchen... Brauchen wir das dafür? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Wir brauchen das. So, jetzt spielen wir ein bisschen James Bond. Zumindest wird es so genannt. So, der Meister ist hier den Gang runter. Da gehen wir nicht hin. Wir gehen entgegengesetzt hier den Gang runter. So, ich weiß nicht, ob man hier schleichen muss oder nicht. Kann aber nicht schaden. Wir bleiben jedenfalls ganz locker, gehen ganz gemütlich an den ganzen Mutanten vorbei. Diese Tür ist verschlossen, okay. Öffnen. So, Tür ist aufgeschlossen. 65 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wenn man hier diese elektronischen Lockpicks nicht hat, ne? Also diese elektronischen Dietriche, dann ist es fast unmöglich, diese Tür zu öffnen. Du schließt die Tür auf, du erhältst 45 Erfahrungspunkte. Also man muss richtig gut sein im Schlösser öffnen. Wir haben jetzt hier, was haben wir? 75. Das ist echt gut fürs Spiel. Also die meisten Schlösser kriegt man ja schon mit irgendwie 25 und 35 auf. Und man braucht diese elektronischen Dietriche. Ich weiß nicht, ob man möglicherweise das Ganze auch aufkriegt. Man, also, keine Ahnung, öffnen Wert von 100 oder sowas hat. Aber es ist schon eine Herausforderung, diese Tür. So, was haben wir denn da? Nanu, was ist das? Dies ist ein atomarer Sprengkopf. Hoppala! Diese Tür ist verschlossen. So, jetzt ist die Tür offen. Was machen wir jetzt? Noch öffnen wir die Tür nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen an den Computer ran und dafür haben wir etwas mitgebracht. Was ist das? Besonderer Schlüssel. So. Ja, ich glaube, bevor wir das anmachen, ich bin mir unsicher, ob die uns nicht angreifen, sobald wir das Ganze aktivieren. Ich möchte mal lieber auf Nummer sicher gehen. Halt! So, mein Freund. Oh, ich hätte nachladen sollen. Ja, schön aufs Köpfchen, ne? Laden.
So, und wieder umziehen. Eigentlich muss man sagen, rollenspieltechnisch wäre es natürlich so gewesen, ich hätte mich vor der Tür umziehen müssen, dann reinstürmen, die erledigen und mich im Raum umziehen, ne? Ist ja Quatsch. Kann man ja gar nicht. So. Ah, schon ein Gatling-Laser. Nette Sachen, die er dabei hat. Ah, ich kann aber nichts mitnehmen. Was hat der dabei? Powerfaust. Na, wie dem auch sei. Wir sind nicht gekommen, um zu looten. So. Verbleibende Zeit 240 Sekunden. Ich glaube, jetzt rennen wir mal. So, die netten Mutanten hier wissen von nix. Stiller Countdown. Ich glaube, mittlerweile kann ich auch schon wieder laufen. Oh, wir werden wieder angesprochen. Ich habe Wichtiges zu tun. Du bringst mich in Rage. Bitte nicht kämpfen jetzt. Na, jetzt wird uns sogar die Tür aufgemacht. Wie schön. Eigentlich müsste ich mich ein bisschen mehr beeilen, aber mir kommt das so suspekt vor, dass der hier so rumläuft. Jetzt nichts wie raus. So. Tschüss Leute. Ich habe was anderes zu tun. So, zurücklehnen und genießen. The death of the Master was the first major step towards ending his mad dream of conquest and enforced peace. But it is the destruction of the Vats that neutralizes the mutant threat. Without the ability to create more mutants and enforce their harsh brand of justice, the mutant armies flee to the east, beyond the No Man's Land. The ghouls of Necropolis learn how to maintain the repaired water pump, and eventually rediscover many lost secrets of engineering. They form a business, selling this technology to other towns. The mutant armies, led into battle by the fierce super mutants, destroy
the followers of the apocalypse. Barely human carrion feeders pick over the followers' remains. In Shady Sands, Tandy helps her father Aradesh bring a new community and new life out of the broken remains of the world. They are responsible for the new California Republic, whose ideals spread across the land. Killian Darkwater takes firm control of Junktown, drives out the last of Gizmo's kind, and then enforces his own brand of frontier justice. Life is fair and safe under his law. The Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict. The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California with little disruption or chaos. The Brotherhood wisely remains out of the power structure and becomes a major research and development house. The hub disperses before the might of the mutant army and will never recover. Thanks to your persistence, the Raiders are destroyed as an effective fighting force and disband. None of the Raider survivors are ever heard from again. Your involvement with the various places and people of the Wasteland is well documented by future historians. Only a single question remained unanswered. What happened to you? Ja, was geschah mit mir? Alle Städte, die wir besucht haben, je nachdem, was wir da getan haben, wurden ja kommentiert. Aber was ist mit uns? Wonderful, amazing. I'm so proud of what you've accomplished, what you've endured. There's no way the people of the Vault can ever thank you enough for what you've done. You've saved all our lives. Who knows? Maybe even saved the human race. Amps. That makes the rest of this even harder. Wieso der Rest? Was wird denn jetzt noch kommen? Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? Tja, und was dann? They'll want to leave. What happens to the Vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one. You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. Was? Tut mir leid. Du bist ein Held, und du musst gehen. Ich habe alle gerettet, und ich muss abhauen? Das gibt's doch nicht. Hoppala! Gerechte Strafe für den Aufseher. Tja, das ist ein speziell blutiges Ende. Aber das haben wir ja auch so eingestellt. Tja, das war Fallout 1. Das Ende, wie gesagt, blutig, der Aufseher stirbt. Das Ende bekommt man nur, wenn man einen bestimmten Perk auswählt. Das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang der ersten Folge gesagt. Damit haben wir das also auch gesehen. Die ganzen Städte, so wie sie sich entwickelt haben, das Ganze hätte auch anders sein können, wenn wir andere Entscheidungen getroffen hätten. Und die Städte, die man praktisch gesehen hat, sind alle die, die wir besucht haben. Hätten wir Städte nicht besucht, hätte man sie im Abspann auch nicht gesehen. Ja, ein sehr schönes Spiel. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte es immer wieder spielen. Ich hoffe, ihr auch. Deshalb, ich bedanke mich noch einmal und sage Bye-Bye.